Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Koblenzer Hauptbahnhof. Ich begrüße euch von der Reihe 1213 der österreichischen Bundesbahn, die sich hier ein bisschen im Schatten versteckt hat. Vectron und wir fahren einen Nightjet, wie ihr hier ein bisschen, ja, schwach erkennen könnt. Aber es ist ein Nightjet und hinten dran sind auch die Nightjet-Wagen. Das Ganze ist ein Szenario aus dem Creators Club. Mehr dazu gleich. Ich würde sagen, wir rüsten erst einmal ganz kurz auf und danach erzähle ich euch alles weitere zu dem Szenario. Hier machen wir uns erstmal Licht an, damit wir auch was sehen können. Einmal den Hauptschlüssel auf ein und die Vorwärtsfahrt ausgewählt. Schalten uns die PZB und LZB an. Wechseln einmal das Display durch. Geben die Türen frei. Machen wir mal beide in Riegeln, weil ich glaube, die Türsteuerung ist so ein bisschen etwas verbuggt, was Vectron und die Intercity-Wagen angeht. Gucken uns gleich auch nochmal näher an. Haben auch noch ein paar Minuten bis zur Abfahrt, nur also alles gut, haben gar keinen Zeitstress heute. Gehen einmal ganz kurz hier hin und geben die AFB schon mal frei. Licht passt von der Konfiguration her schon ganz gut. E-Bremskraft erhöhen wir uns. Zugkraft ist in Ordnung, das passt soweit alles. Bremsart R. Zugbeleuchtung an. Zugsammelschiene ist an. Genau. So. Und dann können wir eigentlich, ja, eigentlich nur noch die Displays dimmen. Das werden wir eh gleich machen müssen, weil es ja recht dunkel ist. Ja, lassen wir mal Stufe 1. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das Display können wir ausschalten. Brauchen wir eh nicht. Hier auch nochmal auf dunkler gestellt. So, und das gleiche auch hier. So. Genau, dann würde ich sagen, stehen wir einmal auf und gucken uns mal die Wagen an. Ja, das passt soweit. Na, Fenster wollte ich nicht runter machen. Fenster wieder zu. Genau, ne? Also hier mal die Taschenlampe kurz rausgeholt. 1293, 200, ÖBB Nightjet. Und entsprechend die Schlafwagen. Das Ganze natürlich nun Repaints, sind keine echten Schlafwagen, sondern die Wagen, die mit der Baureihe 101 mitgeliefert werden. Die Türen sind offen, das ist sehr gut. Auch auf der richtigen Seite, auch das ist sehr gut. Jetzt frage ich mich nur, warum die Lichter nicht an sind. Aber ich glaube, die können wir gar nicht von hier aus steuern, ne? Die können wir eigentlich nur von der Lok aus steuern und das funktioniert nicht. Ja, ne, also keine richtigen Schlafwagen hier. Ja, naja, gut. Aber wenigstens sitzen sie im Dunkeln, werden sie nicht geblendet vom Licht. Und das gibt es ja durchaus tatsächlich. Sitzwagen in Nachtzügen bin ich auch schon mal mitgefahren. Allerdings ein bisschen gemütlicher. Das sind dann die BMZ-Wagen gewesen der österreichischen Bundesbahn und keine DB-Wagen. Aber okay. So, genau. Wir fahren ein Nightjet. Das Ganze ist ein Szenario aus dem Creators Club vom User. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, heißt er Klaus. Klaus? Glaube ich zumindest. Ich verlinke es auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Also da könnt ihr dann auf jeden Fall das Szenario auch dann nachspielen. So, das passt soweit, auch Federspeicher lösen. Hervorragend. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal hin. Schalten hier schon mal auf die Beleuchtung um. Ja. Genau. Und dann fahren wir jetzt über die linke Rheinstrecke. Hier ist noch eine 143 mit Dostos unterwegs. Sehr schön. So, jetzt steht da zwar, der Zug fährt laut Plan um 23.25 Uhr ab. Allerdings wird um 23.25 Uhr dann erstmal die Meldung kommen, dass wir die Türen öffnen sollen. Genau, na, jetzt lassen wir erstmal die Fahrgäste einsteigen und sobald dieser Balken dann hochgelaufen ist, fahren wir dann wirklich ab. Das können wir dann auch schon in wenigen Sekunden. Mach noch einmal kurz das große Licht an.
Ist hier unten noch irgendwas zum Einstellen? Oh ja, Klimaanlage machen wir uns mal ein bisschen hoch. Wir wollen ja hier nicht frieren. So. Hier passt das soweit. Hier gibt es nichts zum Einstellen. Scheibenwischer ist da unten. Makro werden wir heute Nacht hoffentlich nicht benötigen. Luftkompressor, Bremsüberlastung. Alles nicht notwendig. So, dann können wir die Türen in wenigen Sekunden verriegeln, nämlich jetzt. Und wenn das geklappt hat, können wir die Bremsen lösen und nach Mainz fahren. Na? Achso, ich glaube, ich muss die AFB. Ja, V soll bestätigen. Ich habe leider vergessen, was der Shortcut dafür ist. Es gibt ja auch eine Tastenkombination, um den V-Sollsteller zu bestätigen. Ich habe den mir allerdings nie gemerkt. Was jetzt natürlich etwas unvorteilhaft ist, wenn wir nur bei diesem gedimmten Führerstandslicht fahren. Aber ich will halt aber auch nicht die ganze Zeit mit diesem Licht fahren, weil das ist doch ein bisschen sehr unangenehm, beziehungsweise so ist das halt viel angenehmer, ne? So, Fernlicht machen wir uns auch an. Fernlicht ist hier. Das war Bremse lösen. Da ist das Fernlicht. Das machen wir uns an. Genau, immer noch dreimal weiß, aber halt eben in der hellen Beleuchtung. Mondschein. Beim Mondschein fahren wir und Bewölkung. Ich frage mich, wenn wir die Bewölkung rausnehmen, ob die Umwelt dann noch ein bisschen heller erscheinen könnte. Ab hier dürfen wir übrigens 140 fahren. Wir befreien uns also. Huch, ich wollte nicht aufstehen, sondern die AFB hochstellen auf 140. So, einmal ganz kurz abgeblendet, weil wir dem Kollegen hier vorne der Kollegin hier vorne nicht die Augen weglasern wollen. Und jetzt können wir wieder hochschalten und die AFB bestätigen. So. Und dann können wir jetzt einmal hochschalten. Einmal ganz kurz nur geguckt, wie sich die Umgebung verändert, wenn wir die Bevölkerung rausnehmen. Also sonderlich heller wird es auch nicht dadurch. Ja. Gut, dann lassen wir ein bisschen Bewölkung mit drin. Gut, dann ist das so. Ein bisschen meine Leistung aufgeschaltet. Ja, Nachtfahrten kommen ja tendenziell eher selten auf diesem Kanal vor. Das liegt halt daran, dass in der Regel bei solchen Nachtfahrten man ja nicht so viel erkennen kann von der Strecke und vom Zug selbst. Deshalb ist das immer so ein bisschen, ja, zum Selbstspielen ist es gut. Zum Zuschauen weiß ich es nicht, allerdings, wenn man sich das Ganze jetzt angucken würde, abends auf dem Fernseher oder dem Tablet, im Bett liegend oder auf der Couch und da vielleicht ganz gemütlich dabei entspannen möchte, da ist natürlich jeder und jede dazu eingeladen, dann ist vielleicht auch mal ab und an so eine Nachtfahrt auch ganz entspannt, oder? Was sagt ihr dazu? Ich denke nicht, dass Nachtfahrten hier die Überhand nehmen werden, aber ab und an mal doch mal so eine kleine Nachtfahrt mit einstreuen ist doch schon was ganz Entspanntes, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir können jetzt ganz entspannt fahren, einmal über die linke Rheinstrecke bis runter nach Koblenz, bis runter nach Mainz. Und das Ganze ist übrigens ein vierteiliges Szenario. Es sind also vier einzelne Szenarien, wo man diesen Zug hier fahren kann. Das erste Szenario beginnt in Aachen. Man fährt nach Köln. Der zweite Teil des Szenarios ist dann der, den wir jetzt gerade fahren. Also einmal von Koblenz nach Mainz runter, danach von Augsburg nach München und dann von Rosenheim nach Salzburg. Das Ganze soll also im Grunde genommen einen Zuglauf, den Zuglauf Brüssel-Wien darstellen.
den Night Chat. Ja, genau. Und das machen wir jetzt hier mal. Jetzt habe ich dann doch noch mal ein bisschen... frage ich mich gerade, was wäre denn, wenn wir was an der Nebeldichte ändern? Das wäre dann hier und wo war das denn auch gleich? War das überhaupt dort? Konsolenbefehle? Da, achso, das war das Time of Day System. Moon Intensity steuert die maximale Mondintensität. Haben wir es jetzt gerade heller gemacht auf der Strecke, indem wir den Mond heller gemacht haben? Das ist mal ganz interessant. Gut, also einen großen Unterschied habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber gut, es soll jetzt auch nicht irgendwie künstlich jetzt krass hell werden. Das, es soll ja schön dunkel bleiben. Was wir allerdings machen können, hier mal, wenn wir in der Nacht einen Bahnhof durchfahren, könnten wir uns hier einmal tatsächlich unseren Zug mal von außen angucken. Das sind nämlich die wenigen Momente, wo wir das mal machen können. Ja, ne? Also so sieht das Ganze hier aus. Vectron 1293, ÖBB Nightjet. Entschuldigt, mein Handy hat nebenbei gebimmelt. Und hinten dran dann entsprechend die Schlafwagen, erste und zweite Klasse, glaube ich. Das ist erste Klasse. Und, ne? Da ist auch sogar noch ein zweite Klasse Wagen, Nightjet. Der ÜBB. DÜBB? Müsste es nicht AT-ÜBB sein? Naja, genau, also so viel dazu. Naja, gut, okay, dann lasse ich das mal hier. Ist ja auch nicht so schön, jetzt sich die ganze Zeit sowas anzugucken, sondern wir sind ja hier, um die Fahrt zu genießen. Ich dachte nur, vielleicht nehme ich ein bisschen den Nebel raus. Alles komplett raus, dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Na, weil jetzt ist es ja wirklich... Huch, Außenkamera. Also ein paar Sterne sehen wir auf jeden Fall. Aber ansonsten soweit alles dunkel. Haben auch keine Zwischenhalte natürlich. Ich saß auch schon mal tatsächlich im Nightjet, genau auf dieser Strecke. Auf der linken Rheinstrecke. In der Nacht, das war wirklich eine schöne Erfahrung. Kann ich absolut allen empfehlen. Jetzt ist gerade so ein bisschen hakelig von der Performance her. Ich weiß gar nicht wieso. Spiel? Was ist los? Irgendwas gefühlt im Spiel gerade nicht so ganz. Aber jetzt geht's wieder. Ja. Ich kann schon mal ganz langsam runterbremsen, denn 1,6 Kilometern dürfen wir noch 110 fahren. Idealerweise machen wir das nur mit unserer dynamischen Bremse. Dann können wir das komplett verschleißfrei machen und auch übrigens deutlich leiser. Denn die Zugbremse zu aktivieren bedeutet auch, dass damit eine gewisse Lautstärke mit einhergeht.
Und das wollen wir unseren Fahrgästen natürlich nicht antun. Die sollen ja schlafen, deshalb buchen sie ja den Nightjet. Der ja durchaus übrigens nicht günstig ist. Achso, Moment, 110 waren es, ne? Nicht 120. So, 110 erreicht. Es gibt dieses wunderschöne Führerstandsvideo, das schon vergleichsweise alt ist, auf der linken Rheinstrecke. Ich glaube vom YouTube-Kanal Rotausleuchtung heißt er, glaube ich. Und da ist der Lokführer in irgendeiner Trax-Lok, ich glaube eine 185, unterwegs und hinten dran ein Nachtzug, allerdings kein Nightjet, sondern in irgendeiner Form irgendwie, ja, irgendwas anderes, eine etwas, sagen wir mal, eine leicht exotischere Gattung. Ich weiß auch gar nicht, ob es diesen Zug zum Beispiel heute noch überhaupt gibt, aber auf jeden Fall waren da Schlafwagen hinten mit dran, genauso wie Autotransportwagen. Und das ist wirklich wunderschön, weil der da im Sonnenaufgang im Nebel über die linke Rheinstrecke fährt. Und das ist wirklich ein unfassbar schönes Video. Kann ich sehr empfehlen. Der Kanal heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe, Rotausleuchtung. Absolut empfehlenswert. Wirklich schöne Videos. Ich weiß nicht, ob der Kanal immer noch aktiv ist, was Führerstandsvideos angeht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht mehr der Fall ist. Aber das, was auf dem Kanal zumindest immer noch hoffentlich zu sehen ist, ist definitiv sehenswert. Also schaut da gerne vorbei bei Rotausleuchtung. Wir schauen auch vorbei, nämlich an diesem Bahnhof hier. Ja, könnte das Boppard sein? Gucken wir mal. Ich kann es nicht erkennen. Boppard. Und hinten dran zweimal rot. Einmal in die Nacht. Mit den roten Lichtern. Hat fast schon was Gruseliges, ne? Wenn man es so sieht. Ja, was gibt es sonst noch für YouTube-Kanäle zu empfehlen? IC-Lokführer. Kennt ihr sicherlich alle. Ist ja auch ein recht großer Kanal mittlerweile. Oh, hallo. 185 mit Güterzug. IC-Lokführer, wirklich ganz, ganz, ganz tolle Führerstandsmitfahrten. Auch wirklich so, dass man auch den Führerstand richtig sieht und ihm richtig über die Schultern gucken kann. Wie er den Fahrhebel bewegt und die Bremshebel und die PZB bedient und so weiter und so fort. Das ist alles super interessant. Ganz viele Informationen, die damit geliefert werden. Ganz, ganz, ganz toll gemacht. Gibt sich da sehr viel Mühe mit den Videos, auch in der Nachbearbeitung. Also wirklich, das ist ganz, ganz große Klasse. IC-Lokführer, da sind dann regelmäßig Führerstandsmitfahrten aus ICEs dabei, aber auch von der 101 und vom Intercity-Steuerwagen auch. Also da definitiv mal vorbeischauen. Ganz große Empfehlung meinerseits. Ansonsten gibt es ja noch die einen oder anderen YouTuber, die so wie ich virtuelle Führerstandsmitfahrten mit euch zusammen hier machen. Im TSW oder im Train Simulator. Da nochmal eine große Empfehlung, mein guter Freund, der Train Gamer.
Den kennt ihr sicherlich auch alle. Schaut da gerne vorbei. Macht wirklich ganz tollen Inhalt. Auch sehr viel Transport-Fever. Sehr zu genießen, die Bauweise von ihm. Und wie er das Ganze kommentiert und baut. Und das kann ich alles gar nicht so schön wie er. Also da ist er wirklich sehr begnadet. Ja, der Hans Dampf natürlich. Da bitte auch unbedingt vorbeischauen. Zwar schon lange kein Train Simulator Content mehr da gekommen von seiner Richtung. Allerdings das, was er dann Transport Fever macht und diversen anderen eher Nischen-Simulatoren, auch da wirklich eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung meinerseits. Hans Dampf kennt ihr sicherlich auch schon alle, auch ein sehr großer Kanal, aber wirklich ganz, ganz toller, toller, toller Inhalt. Kann ich wirklich nur absolut in den besten Worten darüber sprechen. Während wir hier gleichzeitig eine Ankündigung auf 100 haben. Wir versuchen das mal mit der E-Bremse. Ich hoffe, das klappt soweit. Dürfte aber hoffentlich. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Ja, doch, das passt aber. Hier gelten die 100. Auch immer schön, wenn man hier so nebenbei parallel mit den Autos unterwegs ist. Ich hätte irgendwie gerne hier noch so ein kleines Lichtchen. Auf der Seite. Das wäre auch noch schön. Ich meine, ist ja dort auch die PZB. Habt ihr das manchmal auch nachts, dieses Gefühl, wenn da ein Zug an euch vorbeirauscht? Oder ihr euch da manchmal denkt, ach, da würde ich eigentlich auch gerne drin sitzen. Also gerade wenn es Fernverkehrszüge sind, gerade wenn es zum Beispiel ein Nightjet ist, dass man sich einfach denkt, ach, wie gemütlich wäre das denn jetzt bitte, wenn man da einfach drin sitzen würde und da jetzt einfach damit so ein bisschen durch die Gegend fährt. Ich habe das manchmal. Habe ich jetzt eher seltener, wenn mir jetzt eine S-Bahn entgegenkommt. Da habe ich jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, das Bedürfnis, dort einzusteigen in S-Bahnen. Sondern ich glaube, das macht man eher, weil man es muss. Aber gerade bei so Fernverkehrszügen, die verbinde ich ja dann auch immer mit, zum Beispiel mit Urlaub und ja, weiter entfernten Orten und neuen Orten. Und das finde ich ist immer so eine Art Sehnsuchtsform. Ui, der Bahnübergang nach wie vor nicht gefixt. Ist immer noch Dauer oben eigentlich nicht so gut. Hätten wir nämlich vorher anhalten müssen und den manuell fixen. Manuell sichern soll, nicht fixen. Ich glaube, fixen können wir den auch als Lokführer nicht, sondern sichern, das können wir allerhöchstens. Ich hoffe, das ist... Nein, ich dachte kurz, das hier sei für uns. Aber das ist mitnichten der Fall. Oh, sorry. Ich habe vergessen, die Mastery auszumachen. Stimmt, ganz vergessen, dass man ja an der Lorelei tatsächlich das Rein und Flammen sieht. Aber gut, dann haben wir das auch. Dann haben wir auch ein bisschen Feuerwerk. Naja.
finde, genauso sollte man immer begrüßt werden mit Feuerwerk. So, keine Beeinflussung zum Glück. Allerdings runter auf die 90. Während ihr hier das Feuerwerk genießen könnt. Ja, stimmt, ganz vergessen, dass das ja noch aktiviert ist als Mastery. Das Feuerwerk. Geil. Aber auf jeden Fall eine super Idee, muss ich sagen, von DTG. Auch wirklich schön umgesetzt, ne? Toll. Ja, genau so möchte ich empfangen werden. Immer. Ich glaube, davon muss ich allerdings einmal kurz ein Foto machen. Sonst, ja. Sonst wird ja sowas am Ende dann vergessen. Kleines schickes Foto. So. Und einmal in den Tunnel rein. Und dann fahren wir auch schon an der Lorelei tatsächlich vorbei. Davon werden wir jetzt allerdings nicht viel erkennen können von der Lorelei bei Nacht. Denn am Ende ist das ja auch nur ein Felsen. Jawohl. Sehr schön. Toll. Oh. Das klang nach einer 185. Hat uns einmal den Kopf. Haben uns einmal kurz den Kopf angehauen. Das wäre natürlich cool, wenn dieses Mastery Reward eigentlich entlang der gesamten Strecke wäre. Ne, weil Rhein und Flammen ist ja tatsächlich wirklich. Im Grunde genommen ist das ja in Koblenz und auch noch ganz, ganz lang da drumherum. Und geht ja wirklich viele Rheinkilometer, kann man ja das Feuerwerk dann sehen. Von daher. Ich fände es cool, wenn das tatsächlich einfach die ganze Strecke wäre. Ich weiß nicht, ob tatsächlich Rhein und Flammen bis runter nach Mainz auch dann stattfindet. Kann ich mir auch vielleicht vorstellen, dass das nicht der Fall ist, aber dass es zumindest von Koblenz bis hierhin gewesen wäre, das wäre schon cool. Wäre natürlich ein bisschen viel, ne? Aber andererseits, es wäre ja realistisch. Wobei das, glaube ich, eher noch was für ein Szenario wäre. Wisst ihr, was ich für ein Szenario auch cool finden würde? Also eins, das so von DTG käme, beziehungsweise halt eben mit dem Editor. Ich fände zum Beispiel sowas cool, wenn man so eine Art Party-Silvester-Sonderzug fährt. Also, ne, dass das im Grunde genommen die Aufgabe ist. Und dass man praktisch um 23 Uhr irgendwas losfährt und wenn es 12 Uhr ist, dann sieht man wirklich entlang der Strecke, egal wo man gerade ist, sieht man dann überall Feuerwerk. Um genau 12 Uhr für, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten oder sowas. Und dann hört es ja dann irgendwann dann doch recht schnell wieder auf, je nachdem, wo man auch gerade ist. Also in der Großstadt bleibt es natürlich noch etwas länger, aber auf dem Land sieht man dann recht schnell auch schon wieder nichts mehr davon. Das fände ich eigentlich cool, wenn man wirklich sowas machen würde, von dem einen Bahnhof zum nächsten. Wäre auf jeden Fall mal eine interessante Idee. Einmal kurz gegrüßt. Gut, bei Nacht sollten wir idealerweise nicht das Horn unnötig benutzen. Es schlafen ja auch viele Leute hier in Gleisnähe. Also jetzt nicht auf dem Boden, aber in Häusern am Gleis. Andererseits, wenn man halt sein Haus hier direkt am Gleis hat, dann ist man, glaube ich, eh schon einiges gewöhnt. Ich romantisiere das ja immer sehr mit
diesem, dass man wirklich in der Nähe von Gleis wohnt und wie toll das ist. Andererseits kann ich mir halt eben vorstellen, gerade so hier an der Rheinstrecke, das ist auch schon laut, ne? Wenn dann irgendwie um 23 Uhr sonst was hier so ein Güterzug dann entgegenrauscht, so ein Erzbomber oder sowas. Ah, das ist schon wirklich laut. Das darf man dann nicht unterschätzen. Und selbst der größte Eisenbahnenthusiast muss dann halt auch mal schlafen und braucht auch Schlaf, um vielleicht am nächsten Tag ganz fit beim Trainspotten zu sein. Aber ne, ohne Schlaf ist halt das auch nicht mehr ganz so witzig. Ja, also ich würde es gerne mal für so ein, zwei Nächte mal erleben. Direkt so ein Hotel am Gleis hatte ich tatsächlich schon mal in Koblenz. Allerdings war es da nicht so schlimm. Und jetzt, wo ich hier wohne, aktuell, da bin ich ungefähr so Luftlinienkilometer von den Gleisen entfernt. Ich höre tatsächlich, wenn das Fenster offen ist, hört man tatsächlich die Züge, aber auch wirklich auf einem Level, das absolut in Ordnung ist. Also da höre ich mehr von der Straße, von den Autos. Die sind viel lauter als das, was ich da von den Zügen höre, ganz ehrlich. Aber so ein Hotel direkt an der Rheinstrecke, am besten mit Balkon zu den Gleisen, das wäre doch toll, oder? Zumindest mal für eine Nacht oder zwei. Fände ich cool. So, 120, die angekündigt wurden. Können wir schon mal in der AFB voreinstellen und bestätigen. Und wieder Leistung aufschalten. Mal das Fenster aufmachen. Hier, das ist die Tür. Kurz das Licht anmachen. Da ist das Fenster. Ja, ist doch auch schön, oder? Mit dem Fenster. Ja, Außenperspektive ist heute jetzt natürlich nicht ganz so ergiebig. Ich muss auch mal gucken, wie wir noch ein Thumbnail machen. Aber ich denke mal, das wird dann wohl im Mainzer Hauptbahnhof gemacht. Da haben wir wenigstens ein bisschen die Bahnhofsbeleuchtung. Hier am Haltepunkt von, ich sehe es nicht, ich kann es nicht erkennen, zu dunkel. So, wir dürften theoretisch 130 fahren, aber da kommt eben gleich wieder die 120, dann lassen wir es einfach. Wir wollen ja auch einen gewissen Fahrgastkomfort sicherstellen. Und der geht nun mal auch mit einer sehr ruhigen Fahrweise einher, dass wir jetzt idealerweise auch keine Zwangsen bekommen, dass wir nicht abrupt abbremsen und beschleunigen, sondern das Ganze wirklich ganz piano machen und immer darauf achten und im Kopf haben müssen, unsere Fahrgäste sollen ja schlafen. Das ist ja das Versprechen, das wir ihnen
abgegeben haben, dass sie sich praktisch eingekauft haben. Und da wollen wir natürlich die Marke, der Marke gerecht werden, der Marke Nightjet. Die weiterhin gelten. Und die Städte, die Autos fahren aber auch schnell hier durch die Stadt. Das war definitiv schneller als 50 km/h. Das Kilometer noch, wir können einmal auf die Karte gucken. Ja, haben schon. Ja. Zwei Drittel. Ja, doch, zwei Drittel. Ich glaube, das passt ganz gut. Zwei Drittel der Strecke hinter uns. Und sind jetzt auch auf dem letzten Drittel. Links von uns übrigens die ganze Zeit natürlich der Rhein. Aber. Sehr schön. Kleiner Lokzug 187. Ja, der ist natürlich nicht zu erkennen. Der ist ja auch nicht ausgeleuchtet, der Rhein. Schön hier immer unter dem Sternenhimmel. Wird ein bisschen ausgeblendet, weil wenn wir so gucken, dann greift halt eben die Augenadaptation. Also die Lichtadaptation. Das heißt also, dieser Bildbereich erscheint dann etwas dunkler. Wenn wir das Ganze uns so angucken, dann sehen wir die Sterne richtig und so dann aber entsprechend nicht. Scheint so, als hätten wir wirklich eine freie Fahrt. Keine PZP-Action, was ja auch sehr gut ist für einen Nachtzug. So, 130 dürfen wir hier fahren. AFB schon mal voreingestellt. Und bestätigt, dann fahren wir 130. Hier können wir auch sehen, wir haben bisher fast 600 Kilowattstunden verbraucht, aber dafür auch schon 171 Kilowattstunden zurückgespeist ins Netz. Schön, dass ja, Eisenbahnfahrzeuge das ja mittlerweile können, muss man auch sagen. Das war ja nicht immer der Fall, dass Elektrofahrzeuge bei der Eisenbahn Energie auch zurückspeisen konnten. Viel von der Bremsenergie ist auch einfach als Wärme nach oben verpufft. Zum Beispiel, ich glaube, bei der 110er, meine ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die 110er zum Beispiel, oder die 11er, nee, ich glaube, die 110er, die konnte das zum Beispiel nicht, die Energie zurückspeisen in die Oberleitung, wie auch die ein oder anderen weiteren Fahrzeuge. Aber mittlerweile moderne Drehstromloks können das natürlich allesamt. So, 120. Ab hier gelten die 120. Ja, im HUD stehen immer noch 130, aber eigentlich sind es 120. Jetzt ist auch das HUD mitgekommen. Um die Uhrzeit ist natürlich nicht mehr extrem viel los auf der Strecke. Andererseits, nachts über sind trotzdem hier sehr viele Güterzüge unterwegs. Wir haben aber auch schon ein paar gesehen.
kann aber ruhig noch ein bisschen mehr sein, meines Erachtens. So, einmal runter auf die 90. Zum Glück keine Beeinflussung bekommen. Das machen wir mit der E-Bremse. Das kriegt sie, glaube ich, sehr gut hin. Jawohl. Sehr schön. Und V soll bestätigen. Und Leistung aufschalten. Hab hier Geld in die 90. Einmal hier vorbei an. Oh, ich kann es nicht erkennen. Bingen. Ah, genau, Bingen. Bingen am Rhein. Auf der anderen Seite liegt Rüdesheim. Auch sehr schön. Beides absolut zu empfehlen. Rüdesheim und Bingen. Kann man sich sehr gut angucken. Da gibt es auch eine Fähre, die einen von der einen zur anderen Seite rüberbringt. Und oben in Rüdesheim gibt es dann auch noch eine Seilbahn. Auch die absolut zu empfehlen. So, wir dürfen jetzt gleich 160 fahren. Nämlich jetzt. Das bestätigen wir. Hier ist der Bingen Stadtbahnhof, glaube ich. Und 160 ist auch unsere heutige V-Max. Ich weiß gar nicht, fahren die Nightjets auch 200 km/h, wenn sie beladen sind mit Passagieren? Sie können ja theoretisch 200 fahren. Die sind ja auf 200 zugelassen, die Nightjet-Wagen. Also die meisten zumindest in der Realität. Und da frage ich mich da, wo das Ganze unter LZB-Einfluss dann theoretisch 200 fahren dürfte, wird dann auch wirklich 200 gefahren? Weil ich kann mir vorstellen, dass der Fahrgastkomfort bei 200 km/h nicht mehr so extremst hoch ist, weil, also das spürt man doch, oder? 200 km/h ist schon, also da rattert es schon ordentlich, gerade bei den etwas älteren Nightjet-Wagen. Ich weiß nicht, wie es bei den neueren, bei den Nightjet-Zügen der neuesten Generation ist, da kann ich mir vorstellen, dass das Ganze auch bei 200 km/h gar kein Problem mehr ist, aber bei den älteren, beim älteren Rollmaterial vielleicht ja durchaus schon. So, 23 Kilometer noch. Jetzt sind wir wirklich mal schnell unterwegs hier. Sehr schön, Güterzug. Und 150, die wir fahren dürfen. Zuglenkmesser haben wir natürlich auch ganz vergessen. Ne? Einmal zweimal hier drauf drücken. Und zack, haben wir den Zuglenkmesser aktiviert. Der läuft auch runter. Genau.
Rund. Wir dürfen sogar 160 fahren. Dann machen wir das auch mal. Oh, ich sehe aber eine 60 voraus. Das wurde tatsächlich im Szenario angekündigt, dass da man an der einen oder anderen Stelle etwas sehr doof durch die Gegend geleitet wird vom TSW. Da hat aber der Szenarioersteller nichts mit zu tun. Also da hat er da keinen Einfluss auf die Wege, die voreingestellt sind. Genau. Dementsprechend müssen wir jetzt leider damit leben, dass wir jetzt einmal kurz auf die 60 runtergebremst werden, unnötigerweise. Weil wir jetzt irgendwo eine Weiche... Ja, man muss eigentlich sagen, unnötigerweise durchfahren. Um dann eben danach wieder auf die Streckengeschwindigkeit hochzukommen. Hier bei Ingelheim. Das bestätigen wir natürlich nochmal. Und fahren jetzt einfach ganz langsam durch Ingelheim. Ja, genau, ne? Hier wechseln wir dann einmal das Gleis. Warum auch immer. Fahren jetzt einmal eben kurz im Gegengleis, wenn man es so möchte, statt im Durchfahrgleis. Oder im Regelgleis. Das bestätigen wir nochmal. Und dann wird uns gleich auch schon freie Fahrt vorangekündigt. Genau, einmal das Gleis wieder gewechselt. Und ab hier dann 160. Wir können den Zuglängenmesser aktivieren. AFB schon mal auf die 160 voreinstellen. Und sobald der Zuglängenmesser einmal durchgelaufen ist, bestätigen wir das Ganze eigentlich nur noch mit dem V-Sollsteller. Bestätigt. Und Leistung aufgeschaltet. Einmal hoch auf die 160 wieder. Und ich denke, das war es jetzt auch mit diesen komischen Geschwindigkeitseinschränkungen aufgrund irgendwelcher ein bisschen skurriler Fahrwege. Alles Weitere dürfte dann jetzt reibungslos funktionieren. Ja, sowas sollte man eigentlich nie sagen, ne? Wird schon. Gruselig, ne? Gut. Einmal auf die 160 hoch. Und in Mainz gibt es dann die Möglichkeit, in den Nightjet zuzusteigen. Kein Ausstieg, nur Zustieg. War das nur 101?
war doch nur 101 in Intercity-Lackierung. Wild. Aber gefällt mir trotzdem bisher der KI-Verkehr auch in dem Szenario. Wirklich gut gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Habe ich viel Spaß dran, auch an der Zugkomposition selbst hier. Schöne Idee, schön viel Mühe gegeben. Und wer weiß, ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber vielleicht fahren wir auch nochmal irgendwann einen anderen Teil. Vielleicht den Teil auf Köln-Aachen in den Sonnenuntergang hinein. Oder vielleicht auf Salzburg-Rosenheim. Früh morgens dann schon. Aha, dann ist auch schon Tag. Können wir vielleicht gerne mal machen. Aber gerne auch Feedback dazu in den Kommentaren. Und generell auch vielleicht zu der Gestaltung von solchen Nachtfahrten. Ob das zwischendurch mal auch für euch von Interesse ist, ob ihr da wirklich auch Spaß dabei habt. Ob sowas häufiger kommen sollte oder weniger. Ich bin da natürlich immer gespannt darauf, was ihr dazu zu sagen habt. Jetzt wollte ich in die Außenkamera. Da. Ja, es bringt halt nichts, in der Außenkamera zu sein, ne? Bringt halt alles nichts. Kannst da nichts machen. Naja. Huch, sorry. Bin ich mal wieder an irgendwelche absurden Dialekte verfallen. So, 7,4 Kilometer ist jetzt auch nicht mehr so viel. Wir nähern uns also in doch großen Schritten mit 160 km/h Mainz. Und können dann auch sicherlich bald mal mit einem haltzeigenden Signal rechnen. Ich denke mal, am Ende des Bahnsteigs in Mainz wird das wohl auf ein haltzeigendes Signal hinauslaufen. In 3,7 Kilometern auch schon 100 km/h, die wir fahren dürfen. Wenn wir jetzt schon langsam abbremsen, dann können wir das vielleicht komplett mit der dynamischen Bremse machen. Ohne dafür auch nur ansatzweise die Zugbremse zu benutzen. Boah, in einer Gesamtbremskraft von 91 kN. 93. Ah, 100. Wir haben es kurz gesehen, der erste Fahrmotor ist dann jetzt auch nicht mehr dabei zu bremsen. Jetzt habe ich die Bremskraft erhöht. Jetzt ist der erste Fahrmotor wieder hinzugeschaltet. Aber das ist immer ganz interessant. Das habe ich, glaube ich, schon bei der letzten Fahrt im Vectron mal darauf hingewiesen, dass man mal genauer dieses Display hier links da mal beobachten kann, wie dann die einzelnen Fahrmotoren zu welchem Zeitpunkt hinzugeschaltet werden. Und dass man eben sieht, dass nicht alle vier Fahrmotoren konstant in Benutzung sind. Ne, sondern dass es da durchaus mal so ist, dass der eine Fahrmotor angeht, dann geht der andere wieder aus. Ich weiß nicht genau warum, es wird wohl sicherlich irgendwie was mit vielleicht damit zu tun haben, dass man die Motoren schonen möchte, dass man das Ganze vielleicht sinnvoll verteilen möchte. Ich weiß es nicht ganz genau. Den technischen Hintergrund, aber das wird wohl ja mit Schonung vom Material zu tun haben, Schonung von den Motoren. Na, aber ihr seht es da links, Fahrmotor 2 und 4 sind gerade nur aktiv in diesem Augenblick. Und je nachdem, wenn wir mehr Leistung brauchen, wird dann auch vielleicht Fahrmotor 1 und oder 3 noch hinzugeschaltet. Aber aktuell brauchen wir nicht mehr Leistung. Ganz im Gegenteil, wir brauchen gleich eher noch Bremsleistung.
kennt jetzt nämlich auch schon den Mainz. Leistung nehme ich mal komplett runter. Wir können jetzt eigentlich nur noch rollen lassen. Ui, guckt euch das, dieses Bild mal an. Sieht das nicht cool aus? Diese ganzen roten Lichter vor uns. Das ist doch cool. Steht da 185 und halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Einmal hineingefahren in den Mainzer Hauptbahnhof. Steht hier auch schon. Magnet ist aktiv. Und ich würde sagen, wir können hier mal anhalten. Ich glaube nämlich, dass unser ganzer Zug schon am Bahnsteig ist. Jawohl, das ist er. So. Und dann müssen wir eigentlich nur noch gleich die Türen aufmachen. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.